Hallo, ich bin Sharon Furutan, ich bin Weltmeister in Kraft-Dreikampf. Ich wollte über das Thema Dehnung ein paar Sachen euch erzählen. Ich bin der Meinung, dass man halt sich dehnen soll für den jeweilige Übung, so wie Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben, weil dadurch, dass der Muskel dehnt sich ein bisschen und kommt Blut da rein und dann diese Verletzungsgefahr wird geringer. Wo ich meine Brust abgerissen hätte, war ich bei Olympia Sturzpunkt zur Behandlung. Da haben meine Therapeuten mir empfohlen, dass ich dann Dehnung machen soll. Und seitdem mache ich das. Natürlich leicht dehnen und nicht überdehnen. Und daraufhin habe ich auch immer gemacht und damit habe ich Erfolg. Wobei einige Leute sind in der Meinung, dass man nicht machen soll. Da kann ich nicht erklären, warum. Aber ich empfehle, dass man Dehnung durchführen soll. Für Bankdrücken, man kann den Arm so 90 Grad in der Mitte seitlich den Körper drehen. Die haben mir empfohlen, dass ich in drei Positionen, der pectorales Muskel, muss man sich dehnen. Einmal von ganz oben, einmal in der Mitte und einmal ganz unten. Diese drei Positionen werden für Beindrücken ideal. Dehnung für Kniebeuge ist Beinbizeps, Po, Oberschenkel und Waden. Ich sag's euch, man kann hier Bein auf eine höhere Stelle stellen, das ist ein Beinbizeps, sich nach vorne strecken. Dadurch wird hier die Beinbizeps und Po gedehnt. Immer 30 Sekunden halten und dann runter. Und dann Oberschenkel kann man die Füße in Hand nehmen, nach hinten ziehen, halten. Das wird der Oberschenkel. Und die Waden irgendwo sich anstellen, die Beine nach hinten strecken, Fuß auf den Boden legen und sich nach vorne drücken. Dann wird der Waden gestreckt. Für Kreuzheben, man muss sich auf den Rücken legen. Versucht man die Beine im Bauch drücken und versucht auf den Rücken schaukeln. Die Schaukelbewegung, dann dehnt den Rückenmuskulatur. Ich überlege.